So. Also. Wickenholz war der Tropenholz. Ja, da können wir mal gucken, was jetzt mit der Grünbrücke ist. Da drüben, hier unten besser gesagt. Die Grünbrücke, die inzwischen schon ein bisschen weiter gekommen ist. Ja, das kann man wohl sagen. Es ist alles ergrünt hier oben. Das ist ja hervorragend. So, und dann kann man nämlich hier das Teil abnehmen. Und dann kann man nach hier oben wieder so eine Grünbrücke bauen. Ah. Dazu müsste man natürlich erstmal da oben auch Erde hinlegen, sonst geht das ja nicht. Legen wir das hier mal mit Erde aus. Ja, wir waren noch nicht ganz fertig, genau. Wie viel haben wir noch? 10 Erde. Das reicht nicht mehr für die Grünbrücke. Aber wir haben ja genug Erde im Lager. Das ist ja überhaupt kein Problem. So. Na. Rechtsklick, nicht linksklick. So, das hier kann weg. Und hier oben werden wir mal, ja, wir können uns jetzt selbst aufs Dach schnallen, geht doch nicht so ganz. Hier fehlt ja noch die Treppe. So, hier machen wir jetzt die Grünbrücke, die Grüntreppe oder wie auch immer. Hier hin. So, und dann sollt ihr gefälligst da oben hinwachsen. Das machen sie ja ganz zuverlässig eigentlich. Und wir werden hier noch den letzten Dreck hinpacken. Und jetzt können wir ja schon mal anfangen, hier ein bisschen zu begrünen. Sowieso mal in einer Kopie so ein bisschen. Ich glaube, wenn man mal mit dem Knochenmehl darüber gefahren ist, hier auch drüber. Mit dem Knochenmehl drüber gefahren. Es kommt da auch kein Schnee mehr hin, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Das werden wir ja sehen. Ich denke, wenn da richtig Gras liegt, also das höhere, dann werden wir mal hier so ein bisschen mit Knochenmehl ein bisschen alles garnieren. Hier auf den Randstein kann der Schnee ruhig bleiben, das ist kein Problem. Dann nehmen wir mal ein bisschen Knochenmehl. Falls wir denn Knochenmehl haben. Ach ja. Ach, ich bin immer noch völlig weg von diesen Creepern da. Kann ja wohl nicht sein.
Habe ich den Knochen? Zwei Knochen. Das ist aber nicht viel. Fünf Knochen, das ist schon besser. Wahrscheinlich liegt das in 10 verschiedenen Kisten rum hier. Da ist noch Knochenmehl direkt. Weil man es ja auch zum Färben nehmen kann. Genau, da werden wir es jetzt mal zum Dekorieren nehmen. Gucken wir mal, wie das aussieht. Sollten ja auch ein paar Blumen dabei rauskommen, denke ich mal. Und hier sollte dann auch kein Schnee mehr liegen bleiben. So, na. Das sieht doch schon mal besser aus. Was war hier unter dem Schnee auch noch? Erde und Gras. Das machen wir auch gleich mal fein und schön. So. 15 haben wir noch. Wo kommen wir noch? Hier war ja noch unser Kummergarten, der ja immer so ein bisschen blöd aussah. Ach, wie sieht das aus? Eine Rose in diesem Schneefeld, aber doch mal für ein bisschen. Für ein bisschen Gesellschaft sorgen für die Rose. Immer zischen irgendwo jetzt. Oh, das sind nur meine eigenen Schritte wahrscheinlich. Wo ist mein Steg? 27 noch. Ja, wirklich mal schauen, wie lange die Stegs durchhalten. So. So, und ich bin ja gespannt, ob ich recht habe, denn bisher habe ich noch keinen Schnee gesehen, wenn da Blumen standen. Ihr habt es ja auch gerade gesehen, dort dass die rote Rose ja hier eigentlich frei von Schnee war. So, da noch so ein bisschen hin. Jetzt sieht das doch schon wesentlich freundlicher aus. Vielleicht können wir hier noch so ein Bäumchen hinsetzen. So eine Birke oder was. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch noch ein bisschen die Möglichkeit, Gras zu setzen. Ja, hohes Gras ist mir egal. Hauptsache Gras. Blümchen wäre auch nicht schlecht. So, das war's dann mit dem Knochenmehl. Aber das sieht doch schon mal ganz nett aus. Bisschen gemütlicher. Und ist zudem noch schöner als der Schnee. So, jetzt haben wir hier keinen Schnee mehr drauf. Wir haben auf dem grünen Streifen keinen Schnee. In der Mitte darf das nur ruhig ein bisschen Schnee sein. So, wie weit hat sich jetzt der Grünteppich hochgearbeitet? Einen. Okay, aber das kommt schon noch.
kein Problem. So, hier wollten wir dann auch noch mit dem Knochenmehl arbeiten. Das habe ich jetzt schon alles verbraten. Da nehme ich halt noch die restlichen Knochen her, die ich hier irgendwo abgelegt habe. Ja, wohin? Achso, ich hatte sie, glaube ich, dahin geschmissen, ne? Da sind sie. Exakt. So, dann gehen wir mal. 7x3, 21. Kann ich jetzt schlafen?